willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land auf dem Weg zum Schweinebauen. Muss meinen Tiefenlocker abholen. Oder einen davon. Ich habe ja zwei. Warum auch immer. Ich weiß gar nicht, weshalb ich zwei habe. Neumann erntet gerade noch mein Feld. Und ich werde mich dann auch auf die 109 begeben. Mit dem Tiefenlocker. Und da loslegen. Ich könnte mal gerade die Blaubeeren anrufen. Wir haben nur meine Kinder angegriffen. Wir haben Blaubeer hier. Ja, hallo, die Blaubeeren. Einer davon. Ich wollte Ihnen gerade mal mitteilen. So, jetzt. Dass Sie bitte nicht aus den Augen verlieren sollen. Falls Sie möchten, können Sie sich nächste Woche als Gemeinderat aufstellen lassen. Ah, okay. Also nächste Woche sind die neuen Gemeinderatswahlen. Ja. Wollte ich Sie einfach mal informieren. Ah, hier liegen die Tiefenlocker. Interessant. Falls Sie möchten, falls Sie da Interesse haben. Ja. Sie oder Ihr Bruder, also der ist ja. Ja, quatsche ich mal mit ihm. Ja, Lust hat oder ich. Wo müssen wir uns aufstellen lassen? Direkt nächste Woche erst oder schon früher? Anfang nächste Woche. Anfang nächster Woche. Also Sie können sich natürlich gerne schon mal überlegen, was Sie denn ja so tun wollen für die Gemeinde. Ja, okay. Und dann, dass Sie auch schon mal eine Rede vorbereiten können. Ja, gut. Werden wir uns überlegen. Gott, dann mit den Paletten passt alles, oder? Alles perfekt. Ja, ist gute Ware, ne? Ja, sehr gutes Holz, sehr stabil. Das freut mich. Gut, der passt. Gut, dann, das war's schon. Ja, bis die Tage dann. Bis dann, tschüss. So, warte mal, den Krüger muss ich noch. Ja, bitte, Krüger. Hallo, ich wollte eigentlich zum Händler. Händler? Erreicht? Ja. Er ist gerade unterwegs. Tut mir leid. Ja, aber Sie sind hier beim Händler angestellt, oder wie? Ja, ich bin seit heute angestellt. Ah, okay. Oh, da kommt einer reingefahren. Ja. Ich habe nämlich von Ihnen schon gehört, dass Sie meine Tiefenlocker reparieren sollen. Da müssen wir mit meinem Chef reden, ob wir das machen. Vom Diesel? Der Diesel hat irgendwie gemeint, dass sie schon was ausgemacht haben. Ah ja. Stimmt. Ja, das machen wir ja. Okay, ja, einen habe ich gerade wieder abgeholt, haben sie nur noch einen, den sie reparieren müssen, ja, zumindest vorerst. Okay. Gut, aber ich wollte Sie eigentlich darüber in Kenntnis setzen, dass nächste Woche der Gemeinderat neu gewählt wird. Mhm. Und wenn Sie wollen, dann müssten Sie einfach nächste Woche Montag sich melden und aufstellen lassen. Am besten schon mit einer vorbereiteten Rede. Ja, okay. Dann weiß ich Bescheid. Genau. Das war's dann auch schon. Mehr wollte ich gar nicht. Ja, schön. Gut, bitte. Tschüss. Ja, Mann. So.
Pflichten nachgekommen soweit. Der Let Player weiß es. Der Lukas Müller weiß es. Und die anderen werden über die Zeitung informiert. Das fällt hier zu tiefen lockern. Ach so, muss ich eigentlich tiefen lockern? Ich hatte ja nur Raps angepflanzt, hätte ich gar nicht machen müssen. Ich halt. Ah. Egal, jetzt tiefen locker ich nochmal. Und dann werde ich gucken, dass ich darauf die nächsten Male verzichte und erstmal ordentlich Geld mache, indem ich direkt wieder ansehe. Ja, unnötig eigentlich. Rausgeschmissenes Geld, die 5000. Aber naja. Kann man ja mal machen. Kleinen Schafbauern unterstützen. Hallo? Hallo, ich bin da. Ah, hi. Ja, ich war mal gerade auf der anderen Seite, ne? Ja. Oder fahr mal im Kreis. Wäre vielleicht okay. Auch eine Option. Der kann ich auch, oder? Ja, wie du möchtest. Ja, fahr mal im Kreis, weil ich fahre jetzt gerade schon an deiner Reihe entlang. Der ist halt nicht so schnell gerade mit dem Ding. Wie viel hast du denn? Keiner. 12. Achso, aber das ist Standard. 12 passt. Habe ich mit dem Xerion auch nicht mehr. Ja gut, aber was ist du vor Tiefenlockerraum schon so 8 Meter, oder? Nö, ich habe auch den kleinen, aber von Kuhn. Ja. Den großen, den kann ich mir leider noch nicht leisten. Also finanziell. Aber Xerion. Ja, den habe ich ja schon ewig. Das war damals einer aus dem Angebot. Ja. Der war ein bisschen günstiger. Viel günstiger. Was ich irgendwie nochmal fragen wollte, weil du hattest ja oben auf Feld 12 so eine Anspielung gemacht, dass ich das kaufen könnte. Ja, das kostet dann, ja, weil es günstig ist. Wo müsste ich denn da dann hin, wenn ich Feld kaufen möchte? Das läuft über den Racex. Also nächste Woche dann. Ja. Ja, du kannst dir ja gerade so viel Kredit nehmen, wenn es sein muss, dass es fürs Feld reicht, weißt du? Ja. Dann hast du den auch wieder relativ flott abbezahlt. Ja gut, ich habe ja noch einen etwas größeren Laufen. Ja. Die 145? Nee, ja komm. Das bisschen. Ich habe, ich sag jetzt lieber nicht, wie viel Kredit offen. Ne, wie viel denn? Willst du das wirklich wissen? Ja. Rechne mal auf deinen Kredit noch eine 500.000 drauf. Oh. Ein bisschen mehr. Oh. Ja. Ja. Ein bisschen was, ne? Schon etwas größerer Kredit.
Ja, deshalb hoffe ich. Also zum Glück konnte mein anderes Feld jetzt doch noch abgeerntet werden durchs LU. Da müssten so roundabout 100.000 sollten da an Ernte rumkommen. Das wäre schön. Jo. Deshalb jetzt mal schnell hier drüber ackern. Hab völlig vergessen, dass ich... Das ist vor üblich ja meistens sehr, sehr langsam. Erst recht, wenn ich immer Aufträge aufgebe. Die kommen dann erst so circa nach 2 Wochen später. Oh, das ist aber... erstmal bei mir angekommen. Ist aber schlecht, dann würde ich weniger zahlen. Und dann machen die noch Theater, wenn ich dann weniger zahlen würde. Ja, aber wenn es jetzt um eine Ernte geht, da ist da Zeit Geld. Also die können ja. Ja, es geht ja nicht immer um eine Ernte. Bei Ernten sind sie meistens immer schnell. Bei mir geht es halt immer beim Ansehen oder wenn sie was zum Abholen haben. Wie zum Beispiel jetzt habe ich gerade einen Haufen, eine große Schippe Mist da liegt bei mir. Ach so, und dann kommen sie zu spät zum Abholen oder was? Ja, und dann wird es noch mehr und dann muss nochmal neu nachtragen und dann ist dann wieder das Geschrei groß. Beim Malern. Es hat doch dann noch mehr wird, dann kriegen sie es doch nicht mit einer Fahrt weg, dann soll ich doch noch mitfahren. Ja klar. Das ist dann doof. Ja. Oh ja. Du hattest mitgekriegt, mit Gemeinderatswahl habe ich dir gesagt, ja? Ja. Ich habe jetzt die anderen nämlich noch angerufen. Nicht, dass es durchgeht. Aber eine Sämaschine hast du gar nicht, oder wie? Nee. Ich habe auch der Grupper, der Tiefenlocker, der gehört ja auch zur Hälfte mir und zur Hälfte Win. Bei Win wollte sich einen Tiefenlockerer anschaffen und ich hatte mir aber gerade frisch den Tiefenlockerer angeschafft. Und da habe ich ihn gefragt, ob wir den vielleicht zusammen nutzen wollen. Achso, interessant. Weil ich habe 2 und er hat mit mir auch so eine Vereinbarung. Dann muss ich nochmal fragen, ob es immer noch gültig ist, diese Vereinbarung mit mir. Ja, wenn nicht, musst du dich auszahlen lassen. Ja, ich will die Hälfte. Hälfte zahlen. So, aber ein Vorteil ist natürlich zu zweit. Da geht es relativ flott hier. Da kriegen wir schon was weggeschafft. Mal gucken. Oh, die sind fertig geworden. Sehr nice. Hallo, ist der Neumann. Jo, du, ich hab da gerade einen LKW Richtung Hochfahren sehen. Bist du das? Ja, das bin ich. Wie viel Soja kam denn jetzt runter? 14.000, glatt gerechnet, 14.700. Hä? Ja, 14.700. Ah, nee, stimmt gar nicht. Musst du nochmal plus 17.000 irgendwas rechnen, weil eine Ladung wurde schon zum Silo gebracht. Stimmt, da war was. Ja, hast du... Kannst du kurz einfach alles in deinen Anhänger laden und mir sagen, wie viel das ist?
wenn das geht. Jörg. Kann ich kurz machen, ja. Das sind 31.700. 31.700. Hey, du hast vorhin gesagt, zweimal außen rumfahren und dann bist du voll. Ja, war ja auch so. Nur das Schneidwerk hatte 70%. Schaden. Okay, was hast du gesagt? 31.7. Ja. Also nein, 31.7 Sojabohnen, genau. Ja. Kannst du das direkt zum Aldi liefern? Oder? Nee, schmeiß ins Silo. Schmeiß ins Silo. Gut, schade. Ich dachte, das wäre deutlich mehr. Ich glaube, das wäre auch mehr gewesen, wenn das Schneidwerk nicht so beschädigt wäre. Ja, gedüngt war ja auch nicht zweimal. War nur einmal. Okay. Gut, dann danke ich dir erstmal. Jo, bitte. Tschö. Tschüss. So. Und was sagt er? Ich habe ihn gefragt, er hat gesagt, es wäre besser, wenn wir zwei hätten. Das heißt, wenn er mit dir eine Partnerschaft hat und einer mit mir, hat er gesagt, es wäre eigentlich sinnlos, weil meiner viel zu weit weg ist. Er hat gesagt, dann lösen wir es jetzt auf und da hat er es mir zurückbewiesen. Ja, okay. Und dann hast du ja wieder ein bisschen Geld. Ja, 4.200 habe ich bekommen, immerhin. Ja. Durch den Blitzer vorhin, wo ich aus dem einfach zu schnell bin, aus dem Hof raus, dann gibt es die kurze Gerade, das ist ja auch nur Blitzer. Dort bin ich aus dem zweimal reingedonnert, hab selber nicht dran gedacht. Und war sozusagen kurz vor Minus. Ja. Wie viel PS hat deine Kiste davon? 240. Das reicht nicht, gell? Weil meine Horst DC bräuchte 270. Also die hier, das ist ja eine Nummer unter dem. Der ist aber genauso breit. Der braucht bloß 150. Nee, meine Horst Pronto. Sämaschine. Ach so. Dann solltest du dir auch manchmal ausleihen können, weißt, wenn du brauchst. Ja, ich könnte aber auch Win fragen, weil Win hat sich ja eine dazu geholt. Hat er die nicht wieder verkauft? Weiß es nicht. Ich habe bloß den Tag mitbekommen, dass er sich meine gekauft hat. Okay. Und wenn nicht, dann bestelle ich jetzt immer weiterhin beim EU. Ja. Okay. Ja, für das kleine Feld bezahlst du auch nicht so viel. Ja, ja, klar. Okay. Gut, liebe Leute, aber in diesem Sinne auch mal schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.